Ja, hallo, mit wem spreche ich denn da? Alex Lambert ist mein Name. Alex Lambert. Genau. Ja. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen. Wenn Sie das sagen, ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine halbe Märchenstunde mitgebracht. 30 Minuten, Blabla und Sülz, ohne Inhalt und Verstand. Allerdings diskutieren wir heute sehr, sehr lange mit dem tollen Mitarbeiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Haben Sie schon mal Erfahrung in diese Richtung oder das ist ganz neue Erfahrung für Sie? Ja, mit wem wollen Sie denn eigentlich sprechen, Herr Lambert? Ich wollte mit Herr Gerold Luemel sprechen. Ah ja, okay. Ja. Sie haben gerade an unsere Webseite angemeldet. Sie haben Ihre Daten eingegeben Richtung Bitcoin Handel. Ach so, hier das mit der Werbung, ja. Das war Ihre Seite? Genau. Sie haben jetzt bei uns angemeldet. Ja, sagen okay. Sie mir bitte, sind Sie jetzt gerade am Rechner oder machen Sie das mit Ihrem Smartphone? Nee, ich sitze hier am Computer, ja. Sehr schön. Sind Sie immer noch an unserer Webseite? Ja, wie heißt denn Ihre Seite? Also, wir sind Kapitalkurs. Ich werde Ihnen die buchstabieren. Ja. Öffnen Sie bitte Google Browser. Den Google Browser? Jawohl. Und schreiben Sie in Suchlinie Kapital, erste Buchstabe, wie Kaufmann geschrieben wird. K wie Kaugummi, Genau. Kapital, schreiben Sie bitte. Also, wie jetzt? Also, erste Buchstabe, K wie Kaufmann. Wie Kaugummi. Genau, ja? A wie Anton. A wie Applaus. Genau, P wie Peter. C wie Cäsar? Nee, P wie Peter, wie Paula. Ach, P wie Pimmelmann, ja? Genau, I wie Ida. Sie meinen wie I wie Intimverkehr? Genau, genau. Ja, ja. Dann? T wie Theodor. Sie meinen Theodor Fall? Jawohl. Ja? A wie Anton. A wie, ja, L wie Ludwig, also Kapital. Hab ich, und jetzt? So, jetzt schreiben Sie einmal Bindestrich, bitte, Minuszeichen. Okay, warten Sie, Bindestrich, Minuszeichen. Nein, nicht so. Ja? Nicht so. Sie müssen einfach Bindestrich eingeben, nicht schreiben als Wort. Na, wenn ich Bindestrich eingeben soll, dann ist doch das ein Wort. Genau, aber wörtlich müssen Sie das nicht schreiben. Einfach müssen Sie eintippen. Sie meinen das Symbol? Genau, als Symbol, ja. Ja, dann haben wir das, ja. Und dann schreiben Sie jetzt K wie Kaufmann, U wie Ulrich. Waren Sie nicht so schnell? Einmal K wie Kloßbrühe, dann ein U wie Unterleibsschmerzen und dann? R wie Richard. Wie russische Sprache, die ich nicht verstehe, ja, weiter. R wie Richard, S wie Siegfried. Ah ja, okay, ein S wie, fällt mir gerade nichts ein, ja. Und dann? Dann suchen Sie Enter und sehen Sie direkt mein Schwanz drauf, auf viele Bildchen. Was soll ich dann sehen? Klicken Sie erst einmal auf Enter. Das Gespräch hat tatsächlich eigentlich gerade eben erst angefangen. Und der Typ meint, wenn ich Enter drücke, dann sehe ich seinen Schwanz auf meinem Bildschirm. Ist ja sehr interessant. Ich weiß nicht, wo die Betrüger immer ihre, weiß ich nicht, Intelligenz herhaben. Aber so will der mir hier wirklich was verkaufen. Und das Gespräch, das geht hier heute noch eine ganze Weile. Ja, jetzt habe ich hier die Google-Ergebnisse. Genau, was sehen Sie? Ja, jetzt habe ich hier so mehrere Suchergebnisse halt. Welches soll ich denn da nehmen von? Kapital Kurs Startseite. Kapital was? Kurs Startseite. Kapital Kurs Home. Sehen Sie sowas? Ja, hier ist was. Warten Sie.
Ja, jetzt bin ich auf so einer komischen Seite, ja? Aha, was steht auf komischer Seite? Ja, da steht so ein Laptop auf dem Tisch und... Sehr schön, prima, 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 sehr schön. Die Webseite haben Sie schon richtig. Ja. So, Laptop und so weiter. Ja, genau. So. Hier das Logo, das habe ich vorhin schon mal gesehen. Ja, hier dieses lila, gelbe Ding, ja. Genau, genau. Sehen Sie irgendwo Premium-Pakete? Was soll ich sehen? Premium-Pakete. Neben Startseite steht Premium-Pakete. Klicken Sie einmal drauf. Nee, hier steht, ach ja, Sie meinen auf Englisch. Kann man das auf Deutsch stellen? Aber natürlich, das ist doch kinderleicht. Auf der rechten Seite, Sie können ganz einfach sprechen. Ah ja, hier sprechen. Ist eine Flagge. Genau. Habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt steht hier Startseite und Premium-Pakete. Genau, Premium-Pakete. Klicken Sie einmal auf Premium-Pakete drauf. Ja, was ist das dann? Da ist Ihr Startkapital. Wollen Sie mit 250 einsteigen, mit 500 oder mit 750? Als Startkapital. Ich verstehe jetzt noch nicht, was ich dann davon habe. Also, Sie bekommen von uns Programm, vollautomatisierter Handelsalgorithmus, welcher wird für Sie am Finanzmarkt handelt, ja, und macht Gewinn. Also mit eBay denn, oder wie? Genau, mit alle mögliche. Sie machen Startkapital, Sie investieren Geld, ja, und mit Ihrem Geld wird am Finanzmarkt gehandelt. Sie haben doch alles angesehen in Werbung, oder? Ja, da stand ja nur drin, dass ich da Geld überweisen soll und da kann man dann Millionär werden oder so. Im übertragenen Sinne stand das da. Genau, Sie haben fast ganz richtig verstanden. Also Millionär werden Sie damit nicht. Ich kann Ihnen schon mal garantieren. Das steht aber gleich hier oben drüber, also dass man das werden kann. Ja? Okay. Ja. Ja, aber dafür müssen Sie Ihren Arsch investieren. Investieren Sie Ihren Arsch, um Millionär zu werden. Was sind denn Sie für ein unseriöses Unternehmen? Ja, in der Tat. Da gibt sich ja echt nicht mal ansatzweise irgendwie Mühe. Ich weiß nicht, was der Grund seines Anrufs ist. Also entweder wusste der schon, bevor er angerufen hat, wo er anrufen wird und was das für ein Telefonat wird, oder ich habe wirklich keine Ahnung, ob der so sein Geld verdient. Naja. Tja, Leute, dann investiert mal alle euren Arsch, damit ihr am Finanzmarkt Geld verdient, ne? Was heißt ein seriöses Unternehmen? Frage ich Sie sofort. Also wenn man richtig Geld verdienen muss, ja, es gibt so ein Sprichwort dafür. Keine Mensch braucht eigentlich eine unrasierte Arsch, ne? Ich sage einfach als Sprichwort. Sie müssen Ihre Arsch investieren, um Millionär zu werden. Aha. Es gibt so ein Sprichwort. Keine Mensch braucht Ihre Arsch tatsächlich. So. Verstehe ich nicht. Tja, also mir ist so ein Sprichwort definitiv nicht bekannt. Ich weiß nicht, aus welchem Land er anruft. Scheinbar wird es ein Sprichwort in seinem Land sein oder einfach nur ein Sprichwort in seinem Gehirn und er denkt sich das gerade aus. Ich habe keine Ahnung, aber naja, wie gesagt, der möchte, dass ihr bei ihm Geld investiert, weil er irgendein angebliches Finanzunternehmen ist. Ach je. Genau, investiert oder? Investieren Sie 250 und Sie werden in einem Monat schon was verdienen. Aber wenn Sie richtig verdienen möchten, dann müssen Sie auch irgendwie bemühen. Ja, was muss ich denn da machen? Ja, noch ein bisschen mehr investieren, noch mehr zu Gewinn machen. Weil das ist ja logisch, oder? Ja, so halb. Aha, das haben Sie genau nicht verstanden. Ja, wie man damit jetzt Geld machen soll. Geld machen. Geld machen heißt, wenn Sie schon mal Geld haben, mit diesem Geld irgendwas machen zusätzlich, damit Sie noch mehr profitieren können. Ja? Wenn Sie Geld haben, das liegt einfach zu Hause. Wenn Sie in richtige Zeit, an richtige Stelle Ihr Geld investieren, dann verdienen Sie damit noch Geld. Ja? So. Wir haben Möglichkeit bei uns mit 83 Euro einsteigen,
250, mit 500 oder mit 750. Das ist ihre Entscheidung. Ja? Sie sind auch erwachsene Menschen, Sie wissen, ohne Geld kann man kein Geld verdienen. Ja? Doch, ohne Geld kann man schon Geld verdienen. Ja, dann müssen Sie, mein Gott, ohne Arzt, ohne Geld kann man keine Geld verdienen. Ich möchte mir jetzt wirklich weismachen, dass man ohne Geld kein Geld verdienen kann. Und wie funktioniert das nochmal mit einem normalen Berufsleben, wo man sogar, ja, weiß ich nicht, nichts dafür bezahlt, dass man Geld bekommt? Man muss ja was tun dafür. Es ist ja trotzdem kein, weiß ich nicht, was der von mir will. Also wirklich nicht. Das soll irgendwie seriös und halbwegs sinnvoll klingen, was der da sagt. Ja? Doch, indem ich zur Arbeit gehe, da brauche ich ja auch kein Geld mitbringen. Auf der Arbeit, ja. Wenn Sie auf der Arbeit gehen, ja, Sie müssen dafür arbeiten. Jetzt richtig auf Deutsch gesagt, Sie müssen zu Ihrem Chef deinen Arsch geben. Nö. 8 Stunden lang, direkt, ohne Kondom, kriegst du im Arsch. So. Nö. Und bei uns, ich weiß ja nicht, wie das bei euch auf Arbeit läuft, aber bei uns läuft das so nicht. Ja, sag mal jetzt ganz ehrlich, wie lange bist du zu Chefzimmer reingegangen? Gar nicht, also, weil ich habe keinen Chef über mir. Nee? Kennst du überhaupt keinen Chef? Vielleicht das war der Dienstleister oder Abteilungsleiter. Brauche ich nicht. Ja, so ist das im Leben, ne? Wenn du auf die Arbeit nicht richtig drauf hast, kriegst du auch gar nichts davon. Mhm. Ja, und warum arbeitest du jetzt noch, wenn du so ein System da hast? Dann kannst du doch da investieren und müsstest doch keine Leute anrufen, oder? Doch, ich muss Leute anrufen, damit ich noch mehr verdienen kann. Was meinst du, was ich hier gemacht habe, damit habe ich schon mal was ausgegeben, im Urlaub gefahren, Haus gekauft, Auto gekauft. Ich brauche doch Geld, oder? Ja, aber dann kann man doch einfach weiter Geld in das System da stecken und dann braucht man doch nicht arbeiten gehen. Ja, ich stecke doch ins System Geld rein, aber ich habe nur einen Namen und Vorname. Wegen Steuerannahme, ich brauche ja Kunden, welche Geld verdienen und dann auch meine Provision erwirtschaften kann. Ja, aber du hast mir doch gerade erklärt, dass das schlecht ist, arbeiten zu gehen. Und warum machst du das dann noch? Kommt drauf an, wo du arbeitest. Arbeit, wo du arbeitest, ja? Stehst du um 6 auf? No? Nö, ich stehe um 12 auf. Ja, okay, um 12. Dann arbeitest du im Spätschicht. Was machst du? Gastronomie-Koch oder was arbeitest du? Ich arbeite selbstständig zu Hause. Also ich habe keinen Chef, ich muss keinen den Arsch lecken. Selbstständig? Und, ja. Selbstständig zu Hause? Ja. Welche Arbeit machst du da? Welche Arbeit ich da mache? Ja. Ja, ich programmiere. Was denn? Was programmieren? Ja, CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme. Ja, okay, gut, schön. Verdienst du bestimmt damit. Und nur wenn du noch mehr verdienen kannst, jetzt ist gerade Möglichkeit. Sie haben ja selber angemeldet. Sie haben die Daten selber eingegeben, nicht ich? Ja, so richtig war es das nicht, weil meine Daten habe ich auf seiner Seite wohl weniger eingegeben. Und naja, außerdem, er meint, ich habe jetzt die Möglichkeit, so richtig Geld bei ihm zu verdienen. Ich glaube nicht, der Einzige, der da so richtig was verdienen wird, ist sein Chef, wo er den Chef den Arsch leckt. Ja. Okay, dann sag mal jetzt ganz ehrlich, was machen wir jetzt, Herr Gerold? Wollen Sie mit uns Geld verdienen oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also bis jetzt klingt das ja noch nicht so überzeugend. Ja, was möchten Sie genau wissen? Sie irgendwie, ich habe mich gefühlt, dass Sie über diese Sache nicht seriös sind. Weiß ich nicht, also. Ja, und ich möchte denke, Ihnen auch... Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wie ist denn eure Lizenznummer? Unsere Lizenznummer? Ja. Okay, das haben wir ja. Das steht auf unserer Webseite. Ja, und wo genau? Ja, sag ich dir. Ja. So, ja, wenn du hier beim Kontakt draufklickst. Auf ja, Kontakt?
Was hat denn die Lizenznummer mit Kontakt zu tun? Mal davon abgesehen, dass dieses Wort Kontakt hier gar nicht zum Anklicken steht. Ja, erst einmal steht hier, wo Startseite, Premium-Paket, Erstattungsrichtlinie und da steht Kontakt. Kontakt heißt unsere Adresse, unsere Sitzplätze, wo Firma lizenziert ist und so weiter. Ja, und wo steht das? Ja, wenn Sie ein bisschen unten scrollen, da haben Sie unten unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse, ja, unsere Sitz und so weiter. Ja, und wo ist die Regulation-ID? Regulation-ID, alles ist da, hier ist. Ja, wo denn? Karte Sie unten. Ja, wenn ich weiter runter scrolle, kommt die Nummer ja trotzdem nicht. Ja, wenn Sie ein bisschen unten scrollen, steht hier da. Ja, wo denn? Wo ist denn die Nummer? Dann müsste sie doch jetzt hier auch zu finden sein, aber ich sehe keine. Ja, ja, natürlich. Sie haben es vollkommen recht. So, wenn Sie hier... Bereich. So, mein Konto. Datenschutzerklärung. AG. Erstattungsrichtlinie. AG. Klicken Sie auf AG. AGB. Ja, bei der also mal davon abgesehen, dass das bei den AGB rein rechtlich gar nicht drinstehen kann, steht die Nummer aber auch nicht in euren AGBs drin. Da scroll ich auch gerade durch und ich finde keine Regulation-ID. Die steht auch da nicht drin. Ach so, Regulation-ID. Ja. Warte mal, ich frage hier. Ja, genau. Da bin ich immer gespannt. So, warten Sie ganz kurz. Ich frage jetzt meinen Chef. Mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Also er schiebt mich auf seiner komischen Webseite hin und her und meint, ja, da steht da alles und dann sagt er, ach so, ja, die Regulation ID, da muss ich mal meinen Chef fragen. Also, unseriöser geht's kaum. Und vor allem finde ich immer sehr interessant, dass die Betrüger aber auch wirklich immer der Meinung sind, dass man als Kunde bzw. als potenzielles Opfer der Unseriöse ist. Weil man kriegt ja immer wieder die Antworten, dass sie sind nicht seriös oder man wäre nicht seriös für das Thema. Ich weiß gar nicht, was das mit seriös zu tun hat. Ich meine, wenn ich sage, das ist Abzocke und Betrug, dann hat das nichts mit Seriosität meinerseits zu tun, sondern eher mit der Seriosität von dem Unternehmen. Keine Ahnung, was die Betrüger jedes Mal damit erreichen wollen, aber tja, besser wird ja deren komisches Geschäft dadurch trotzdem nicht. Ich weiß es nicht. Und das Schlimme ist halt wirklich, es gibt Menschen, die fallen darauf rein und genau die müssen wir auf jeden Fall davor schützen. Weil wer auf sowas reinfällt, sowas Plumpes und Dämliches, der hat halt auch echt die Hilfe nötig, dass das gezeigt wird. Weil man, also es gibt wahrscheinlich so viele naive Menschen, die Callcenter rufen ja hier zu Dutzenden an. Pausenlos und jeden Tag klingelt hier das Telefon. So viele Betrüger-Callcenter, wie es gibt. Und so viele Leute, wie die anrufen, die wählen ja, also jedes Callcenter wählt pro Tag mehrere tausend Telefonnummern durch. Und die Callcenter, das kostet Geld. Und die wollen ja auch Geld verdienen. Die machen das ja nicht aus lauter Langeweile und Spaß an der Sache. Die machen das, weil sie damit Geld verdienen wollen. Tja. Und die würden nicht anrufen, wenn es keinen Erfolg bringt. Und das ist eben das Traurige an der Geschichte, dass genau solche Hohlbirnen es schaffen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Vielleicht nicht uns, die hier zuhören. Aber, tja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das Video immer schön teilt, am besten in WhatsApp, auf Social Media, also Facebook, Instagram, was es da so alles gibt, Twitter und so. Umso mehr Menschen durch diese Videos hier erreicht werden, umso mehr können wir ganz einfach davon schützen. Und ganz wichtig ist es natürlich auch immer, dass ihr allen von solchen Betrugsmaschen erzählt. Tja, weil es gibt ja die Menschen, die da betrogen werden. Wir wissen zwar alle nicht so unbedingt welche, aber es gibt ja die Menschen. Und damit man einfach ausschließen kann, dass es im engeren Bekanntenkreis nicht passiert, erzählt allen von diesen Maschen. Er sagt bestimmt, du sollst auflegen. So, ich habe jetzt eine Antwort bekommen. Ja. So, unsere Lizenznummer. Ja, ich bin ganz Ohr. Ja, sehen Sie hier bei uns. Ja, wo denn? Auf unserer Website, ganz unten. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Da ganz unten in Gemahn. Ja, wo denn? Es steht hier nichts. Also ich bin jetzt so weit unten, dass da unten Urheberrecht @2021 steht. Macht man eigentlich mit einem Copyright-Zeichen, aber naja. So, und wo steht jetzt die Nummer? Hm?
Wir findest du jetzt lustig, oder was? Ja, ich finde die auch sehr lustig. Vergangenes Jahr war stehen da dran. Aber jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wir sind reguliert. Ja gut, aber wenn ihr reguliert werdet, dann müsste das auf der Webseite stehen. Das ist ja Pflicht. Ja, steht nicht hier auf der Webseite. Ich weiß es nicht, warum. Hier, die Telefonnummer, sehen Sie? Ja, die Telefonnummer hat ja damit nichts zu tun. Also ihr wisst schon, dass das strafbar ist, wenn man da nicht drauf ist, ne? Also wenn die Nummer da nicht beisteht. Das ist von der Börsenaufsicht, ist das definitiv so nicht gewollt. Ja, warte mal. Tja, gerade wolltest du mir noch erklären, wie seriös ihr seid und jetzt habt ihr nicht mal eine Regulation-ID. Okay, warte, ich melde mich dann bei dir ein paar Stunden noch. Ja, das ist ja ganz sicher, dass das nicht passiert. Warum nicht passiert? Ja, weil kein Betrüger nochmal zurückruft, das ist doch klar. Warum beleidigst du mich zurück? Du bist ja selber Betrüger. Tja. Logisch. Warum beleidigst du mich, du Wichser? Und das, nur weil ich Betrüger gesagt habe? Entschuldige, dass ich deine Ehre gekränkt habe. Tja, aber naja, so zeigen die Betrüger halt eben jedes Mal selbstständig, ohne dass man großartig was dafür tun muss, tja, dass sie Betrüger sind. Da können sie noch so viel erzählen, wie sie wollen. Am Ende lassen sie dann die Hüllen fallen und beweisen das Ganze, was man eben die komplette Zeit vermutet hat. Damit bestätigst du ja jetzt eigentlich gerade wieder, dass ich recht habe mit deinem Ausraster. Ja. Du beleidigst mich jetzt gerade. Du kriegst hier eine Anzeige. Ich lese es nur mal. Ja, das wäre gut, wenn du mich anzeigst, weil dann hätte ich deine Daten und dann könnte ich das zurückverfolgen. Du sitzt einfach am Internet surfen. Du hast keine andere Situation, wo ich sei. Aber du weißt schon, dass du mit deinem jetzigen Verhalten den Betrug eigentlich bestätigst. Das ist mir scheißegal, was ich bestätige. Wenn ich mich im Betrug bestätige, du bestätigst mich als Idiot. Welcher ist besser? Ja, und warum rastet man da gleich so aus? Wenn der Verstand aussetzt, dann geht's brüllen los, oder wie? Ich raste gar nicht aus. Du bist genau meine Zielgruppe. Ja? Du kommst nächsten Monat wieder bei mir. Ja, das kann ja sein. Dann bist du nächsten Monat nochmal auf YouTube. Habt ihr das gerade gehört? Wenn ich das richtig verstanden habe, er hat hier gerade klipp und klar, offen und ehrlich gestanden, dass es Betrug ist. Auch wenn er vorher sich ja irgendwie beleidigt fühlt, wenn man ihn Betrüger nennt. Er hat gesagt, du bist genau meine Zielgruppe. Tja, also weiß ich nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall, schon krass, ne? Also er hat es ja bestätigt eigentlich. Ja, was heißt eigentlich? Er hat's ja gesagt, du bist meine Zielgruppe. Und ihm ist es ja auch egal, dass er das bestätigt, dass er Betrüger ist mit seinem Verhalten. Das, weiß ich nicht. Also da rätselt man natürlich wirklich, wie es sowas geben kann. Und die rufen einfach bei euch zu Hause an. Das ist vor allem, das passiert ja an euren vier Wänden, wo ihr betrogen werdet. Auch wenn es nur am Telefon ist. Das ist eure Privatsphäre. Und da werdet ihr so verarscht und, die wissen das auch, dass sie euch verarschen und finden das auch noch in Ordnung. Tja, da habe ich wirklich kaum noch Worte für. Nee, ja, doch. Was du machen? Ja. Weil du hast keine anderes zu tun. Ich raste gar nicht auf. Ja. Ich frage mich jetzt, wo die ganze scheiße Idioten hier kommt heute bei mir. Tja, weiß ich nicht. Am Leitung. Tja. Ich habe nicht mit anständigen Menschen den ganzen Tag heute gesprochen. Ja gut, das könnte vielleicht daran liegen, dass eure ganze Firma nicht anständig ist. Einzige, ja, das weiß ich, dass meine Firma auch nicht anständig ist. Ja, und warum arbeitest du denn da noch? Weil ich keine andere Möglichkeit habe. Ja, aber man kann sich doch eine andere Arbeit suchen. Wo denn, was denn? Ich darf nicht. Ich bin Gefangene hier in dieser Firma. Ja, das so wirkt das auch, ja. Ja, ich kann nicht, glaubst du mir, ich kann nicht irgendwo anders zu gehen. Tja. So, und außerdem, du bist der einzige Mensch, mit dem ich 17 Minuten heute gesprochen habe. Und du bist auch Idiot, was soll ich machen? Tja, dir einen anständigen Job suchen, dann hättest du das Problem nicht mehr. Was für ein anständiger Job? Ja, keine Ahnung, gib mal halt putzen oder was weiß ich. Ja, putzen krieg ich ja scheiße 50 Euro pro Tag. Was soll ich damit anfangen?
Ja, ich habe. Kommt halt immer drauf an, in welchem Land man ist, ne? Also ich meine. Ich habe in Baustelle gearbeitet. Ja, aber das ist doch zum Beispiel seriös. Baustelle ist doch seriös. Warum muss man dann... Ja, ich habe bekommen, ganzen Monat 1500 Euro. Was soll ich damit anfangen? Ich muss meine Steuer bezahlen, ich muss meine Kinder bezahlen, ich muss meine Ex-Frau bezahlen. Scheiße, die Frau. Ja, aber deswegen muss man doch keinen betrügerischen Job machen. Also er bestätigt hier gerade ganz klipp und klar, dass er weiß, dass er in einem illegalen, betrügerischen Callcenter arbeitet und ist der Meinung, er findet halt keinen anderen Job und er muss das machen und die Firma hält ihn da fest. Ich meine, wenn das so ist, dann ja, tut mir leid, aber er hat sich da beworben und er ist da sicherlich freiwillig reingegangen in so eine Firma. Er sagt es ja auch, als Bauarbeiter kriegt er ja nur seine 1500 Euro ausgezahlt. Tja. Und das reicht nicht. Ich meine, klar, mehr geht immer. Und ist jetzt nicht die geilste Summe. Ist aber definitiv schon mal viel mehr, als so mancher deutscher Bürger mit Mindestlohn hat. Also, wo ist jetzt das Problem? Verstehe ich nicht. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Und der will das jetzt wirklich damit rechtfertigen, weil er seine Ex-Frau und seine Kinder und sein Haus alles bezahlen muss und Steuern. Ja, das müssen doch alle anderen auch. Und deswegen muss er doch keine Menschen bescheißen, oder? Ich muss die Steuerversicherung bezahlen. So viele Kosten. Ja, aber es ist doch alles keine Ausrede, um dann Menschen zu betrügen. Ja, ich betrüge zu keine, glaubst du mir. Naja doch, das ist ja so. Ihr habt keine Lizenznummer, wenn man bei euch Geld einzahlt, ist es weg. Das ist mir scheißegal, was mein Chef damit macht. Ich betrüge keine Menschen. Ich verkaufe Bildungspaket und damit verdiene ich mein Gehalt. Ja, das ist halt nicht wahr. Das ist ja, entspricht ja nicht den Tatsachen. Das ist ja Wahrheit. Das ist ja Wahrheit. Ja, das ist vielleicht die Wahrheit, die man euch da erzählt. Aber die echte Wahrheit ist, dass die Firma Menschen abzockt. Dass da nichts passiert mit dem Geld, was ich da investiere. Die Kohle ist dann weg. Ich weiß es nicht. Glaubst du mir? Ja, hier bei mir investieren Menschen Geld, um weitere Bildung zu bekommen, um Geld zu verdienen. Ja, aber genauso ist es doch nicht. Das hat mein Chef gesagt. Ja, aber nur weil der Chef das sagt, heißt das ja noch lange nicht, dass das so stimmt. Meinst du jetzt, mein Chef bescheuert ist? Ja, das weiß ich. Sonst würde er nicht so eine Firma betreiben, richtig? Ja, denke ich mir auch. Okay, alles klar, junger Mann. Ja? Viel Spaß, viel Erfolg und ich sende dir per E-Mail meine Lizenznummer, gell? Ja, die es sowieso nicht gibt. Das ist ja das Problem. Wie jung bist du eigentlich? Ja, den meisten erzähle ich wäre 29. Ich meine, das ist genauso echt wie dein Name, ne? Ja, hast du auch recht, aber deine Stimme klingt ja verdammt jung. Und auch schön, dass er hier wieder bestätigt, wo ich sage, tja, mein Alter ist genauso echt wie sein Name. Und er sagt, ich habe recht. Tja. Und grundsätzlich habe ich hier das Gefühl in diesem Gespräch, dass der mich auch versteht, weil der antwortet auch auf, naja, verhältnismäßig für diese Kakerlaken etwas komplexeren Gespräche hier. Ne? Also ich meine, alle anderen, die verstehen ja nicht mal, wenn ich gefragt werde, wie meine Banknummer ist und ich sage, der Himmel ist blau, dann sagen die, ja, das ist aber schön. Weiß ich. Auch wenn sie nicht wissen, was man da gesagt hat. Naja, und tja, er versteht einen hier schon. Also ganz blöd scheint der nicht zu sein. Ja, und er antwortet ja auch immer wieder durch die Blume, beziehungsweise auch eigentlich ganz klar, dass es Betrug ist. Er sagt dann wiederum, nein, ist es nicht, aber gut, ich meine, wir wissen, was er meint. Und und sowas will einem hier wirklich irgendwas am Telefon verkaufen und er hält das ja auch alles noch für in Ordnung. Oh Mann. Ja, so irgendwo da so ringsrum bewege ich mich schon, aber ich meine, wir sind ja hier auf YouTube, da ich gebe ja meine Daten auch nicht an. Wie bist du? Warte mal ganz kurz. Wie bist du? Erklär mal eigentlich, ich möchte auch gerne wissen. Wie bist du überhaupt an uns gekommen jetzt? Wo hast du geklickt? Was haben Sie registriert? Ja, hier war so eine Werbung mit Höhle der Löwen. Die Webseite wird ja mittlerweile von der Polizei in Deutschland auch verfolgt. Aber es gibt ja hier tausende neue Links davon, immer wieder mit einer anderen Domain. Ist ja wie eine solche. Ja, das sowieso. Höhle der Löwen und dann das hast du in Facebook gesehen, in YouTube oder wo war das? Nö, das kam jetzt hier tatsächlich mal per E-Mail. Aber auf Facebook gibt's das auch, ja.
Aha, per E-Mail haben Sie bekommen. Und erster Klick geöffnet, werden Sie Millionär in einer Stunde oder was war da drin? Ja, so im übertragenen Sinne steht da drin, ja. Also schon von vornherein unglaubwürdig, dass man eben auch weiß, wo, was danach für einer anruft. Aha, okay. Hast du gedacht, dass du damit Millionär werdest, ne? Nö, dann ich habe gedacht, mich wird jemand anrufen und mir wieder irgendeinen Scheiß erzählen. Und so. Genauso ist es ja auch eingetroffen. Was war eigentlich? Guck mal jetzt, was für eine schöne Sache gemacht hast. Ich habe meinen Job durchgeführt, ja. Du hast deine Interesse auch erfüllt, ja. Und dann, was haben wir am Ende Ergebnis? Gar nichts. Naja, es kommt halt drauf an, an welchem Ende man vom Telefon sitzt. Ihr habt jetzt natürlich nichts verdient. Ich verdiene dann mit Werbung Geld. Ich meine, sind wir noch nicht ganz so weit, aber vielleicht bald. Mit welcher Werbung verdienen Sie Geld? Ja, YouTube-Werbeeinnahmen. Aha, okay, was machst du da? YouTube? Ja, ich lade den ganzen Bums hier hoch. Ach so, auf YouTube. Ja. Gott, meine Stimme. Ja. Gott, meine Stimme, wie schön, mein Gott, das kann man nicht anders vorstellen, ne? Ja. Ich meine, okay. Letztendlich können wir ja damit ganz viele Leute aufklären, damit die eben nicht auf eure Masche da reinfallen. Nein, glaubst du mir, du bist ja voll Idiot. Ja, das ist gar nicht. Ich habe jetzt 22 Minuten mit dir gesprochen und während dieser Zeit habe ich mich Gehalt bekommen. Und, was hast du gemacht? Du hast deine wertvolle Zeit verloren und du bist so voll Idiot, du denkst, mit unserem Gespräch gehst du auf YouTube und dann bekommst du davon Gehalt. Was für ein Idiot bist du. Lieber hier investieren. Genau, lieber bei ihm investieren. Logisch. Ich meine, wenn wir bei ihm investieren, dann wissen wir alle, was dabei rauskommt. Und zwar 0,0 und wenn man ein bisschen Glück hat, dann machen sie den Betrug noch weiter und wollen noch mehr Geld von einem haben. Alles klar. Tja, ich denke mal, die Arbeit auf YouTube ist um Längen seriöser als das, was er da macht. Natürlich gibt es jetzt aktuell noch kein Geld dafür. Mit ein bisschen Glück kann das aber der Fall sein. Die Monetarisierung von diesem Kanal ist hier zum aktuellen Zeitpunkt ja noch nicht freigeschaltet. Allerdings, finde ich das immer noch seriöser und anständiger, die Arbeit, als das da. Tja, sicherlich verdiene ich denn mit einem Videoaufruf keine 250 Euro, das ist ganz klar. Die Zahlen, was man so mit YouTube verdienen kann, die sind ja bekannt. Die kann man ja auch über verschiedene Webseiten rausfinden. Da gibt es so automatische Tools, wo man den Kanalnamen eingibt. Und dann sieht man auch, wie viel Geld dieser Kanal so ungefähr über den Daumen erwirtschaftet. Allerdings geben die auch, selbst bei meinem Kanal hier, aktuell, also das ganze Ding hier ist ja noch nicht monetarisiert, wie gesagt, die Preisspanne von dem Kanal liegt zwischen 200 und 3000 Euro, die man hier so angezeigt bekommt. Aktuell gibt es ja noch gar nichts, ist ganz klar, unter 1000 Abonnenten bekommt man nichts von YouTube. Dass man davon nicht Millionär wird, ist ganz logisch. Das kann man aber auch hochrechnen und umso mehr Aufrufe man hat, umso mehr Geld gibt es natürlich dann auch am Ende. Das ist auch ganz klar. Aber letztendlich kostet das ja auch alles Geld, ne? Also bis jetzt habe ich ja noch nichts damit verdient und ich habe nur Geld investiert. Aber es ist auch ein Hobby und mache ich auch gerne. Dementsprechend tut es ja auch nicht weh. Und wenn man dann aber ein bisschen was von seinem Hobby zurückkriegt, wo ist da jetzt das Problem? Das verstehe ich nicht. Tja. Aber immerhin mache ich das Ganze nicht umsonst. Nicht im finanziellen Sinne, sondern umso mehr Videos ich hochlade, umso mehr Menschen kann ich darüber informieren, was es so gibt für Betrugsmaschen, was es so für Typen überhaupt am Telefon gibt. Und da kommt ja auch keiner drauf, was da für Gestalten anrufen. Also wenn ich das hier mit YouTube nicht machen würde, mir könnte jemand erzählen, was da anruft, ich würde es nicht glauben. Ich meine, ich kenne es von den anderen YouTubern, was da so für Gestalten anrufen. Aber dadurch, dass ich es ja mit den Aufzeichnungen schon ein bisschen übertreibe und an fast jedes Telefonat rangehe, das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, was hier für Gestalten anrufen. Und naja, ihr hört ja jeder Einzelne davon. Wenigstens kannst du dich verarschen. Ja, wenn ich da bei euch investiere, dann weißt du, dass da nichts bei rauskommt. Ich meine, weißt du, was ich damit erreicht habe? Du konntest in der gesamten Zeit niemanden anderen betrügen.
Nein, nein, glaubst du mir, ich habe genug betrogen heute. Ja. Guck mal, während unseres Gesprächs, ja, du verlierst deine Zeit. Ich mache ja nebenbei einen Haushalt, also von daher, Zeit verliere ich dabei nicht. Ich meine, währenddessen ich euch vorgaukel, dass ich eure Webseite besuche, kann ich die Waschmaschine machen, ich kann die Wäsche waschen, ich kann, was weiß ich, bügeln. Bist du jetzt zu Hause? Ja. Ich sag ja, ich arbeite von zu Hause und das stört mich nicht. Ich kann das trennen und timen das, ne? Also das ist bei mir kein Problem. Okay, bist du jetzt immer noch alleine zu Hause? Lieber mit einer Freundin oder mit einer Frau zu Hause zu sein? Wie lange musst du alleine putzen, alleine bügeln? Ich weiß jetzt nicht, was das mit Putzen zu tun hat. Ja, putzen, alleine zu Hause zu sitzen, ja, putzen. Ja, und putzen und ist ja keine Frauenarbeit. Das macht jeder in Deutschland. Ja, jede, ja, ich weiß. Die Frauen gehen draußen Party machen und Männer sitzen zu Hause und putzen. Alleine in dieser Haltung weiß man schon, dass das kein deutscher Mitbürger ist. Auch wenn der Herr ziemlich fließend, also im Verhältnis fließend Deutsch spricht. Tja, ich glaube, aus dieser Gesellschaft sind wir nun schon wirklich lange, lange raus. Die 70er Jahre sind vorbei, und die Frauen sitzen wohl, glaube ich, nicht zu Hause und putzen und kochen und sind die ganze Zeit am Herd und die Herren der Schöpfung gehen das Geld verdienen. Was für ein Blödsinn. Natürlich war das irgendwann mal so ganz normal und ja, das ist halt der Lauf der Geschichte, aber ist doch nicht mehr heute so. Also solange ich auf der Welt bin, gibt es sowas nicht mehr. Und so wurde ich definitiv auch nicht erzogen, dass irgendjemand zu Hause bleibt und putzt und alles sauber macht, sondern man teilt sich letztendlich einfach die Arbeit, so wie sich das gehört. Scheißegal, ob man jetzt kocht, putzt oder was auch immer. Mal abgesehen davon, dass ich nicht kochen kann und wir jedes Mal einen Feuerwehreinsatz provozieren, wenn ich einen Backofen oder einen Herd anmache. Aber, tja, keine Ahnung. Also, aber das zeigt einfach die Intelligenz und den Wissensstand dieser Leute. Auf welcher Ebene die eigentlich noch sind. Ich habe schon oft gesagt, die sind garantiert Jahre einfach hinten dran. Das, was für uns schon absolut befremdlich und beschämend ist, ist für die noch normal. Und naja, Türkei und was es da so alles gibt, da ist es tatsächlich so, dass die Frau zu Hause bleiben muss. Und tja, das zu tun hat, was man ihr sagt. Tja, sowas gab es bei uns auch mal. Aber naja, in einer modernen Zivilisation ist es eben nicht so. Und das da nenne ich nicht Zivilisation. Das ist noch eher die Steinzeit, wenn nicht sogar eher die Neandertaler. Viel Spaß damit, du voll wie Idiot. Tja. Lieber draußen zu sein, männliche Arbeit zu machen oder zu Hause sitzen und putzen? Ja, was hat denn das mit männlicher Arbeit zu tun? Ich meine, wenn ich zu Hause sitze und nebenbei meine Arbeit mache, das kann man ja alles timen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt das Problem ist. Was für Probleme? Es gibt keine Probleme. Wir sprechen hier zu mir Leben. Mhm. Dass du ein uninteressantes Leben hast. Du das hast ich anders. Ein Fremde am Telefon, nur für 20 Minuten. Ja. Und der Fremde, derjenige, der nette Mann, verdient damit Geld. Ja, ich verdiene damit ja auch Geld, also von daher ist es ja kein Problem. Wie verdienst du damit Geld, mein Gott, wenn ich meine Stimme nochmal zuhöre? Ja. Will ich Gerät kaputt machen und du willst meine Stimme in YouTube stellen? Ja. Was meinst du, gibt's hier zweite Idiot, welche meine Stimme nochmal 25 Minuten zu hören möchte? Also, die Frage war, glaube ich, an euch gerichtet, welche Idioten sich das 25 Minuten anhören wollen. Tja, ihr wisst, dass ich euch so nicht sehe und bin ganz glücklich darüber, dass es so viele Menschen gibt, die sich für dieses Thema tatsächlich interessieren. Tja. Einerseits ist es ja sehr informativ, hier einfach mal mitzukriegen, was da eigentlich so für Gestalten anrufen. Der ist ja sogar echt ehrlich zu uns und gesteht ja den Betrug. Auch wenn seine komischen Weltanschauungssichten total veraltet und verkommen sind, aber tja. Naja, ihr wisst schon. Es ist wirklich Wahnsinn, was da so für Leute am Telefon sind, aber... Naja, nehmt's nicht so persönlich, wenn ihr euch Idioten nennt, die das hier alles anhören, denn
tja, letztendlich, ich sage mal, RTL gucken ist jetzt auch nicht anders, ne? Hier haben wir immerhin noch einen lehrreichen Wert als ja, Familien im Brennpunkt oder was weiß ich. Das sind ja tatsächlich echte Geschichten, die wir hier hören, die so am Telefon passieren. Auch wenn mir das jetzt hier provoziert und hervorgerufen wurde, ja, aber das passiert halt jeden Tag am Telefon. Und er hat ja auch selbst gesagt, so lange hat er heute mit noch keinem telefoniert. Die wenigsten hören sich den Quatsch so lange an. Ist auf jeden Fall sehr gut, dass das, ja, dass viele einfach auflegen und nicht so lange Gespräche zustande kommen. Naja, ich weiß es nicht. Tja. Außer dir. Naja, also ich denke schon, ja, ich würde die Leute jetzt nicht unbedingt als Idioten bezeichnen, aber da gibt es eine Menge, ja, die da gerne abends zuhören. Jeden Tag um 20 Uhr ein neues Video. Wie kann neues gucken. Video, jeden Tag. Wie kann ich hier deine Video gucken? Gib mal bitte deine Adresse. Wie kann ich jetzt deine Video gucken? Eine nee. Video, sag mal. Das weiß ich dir bestimmt nicht. Das kannst du selbst rausfinden. Warum? Wie kann ich das selbst rausfinden? Du musst mir ja sagen, welche Video gehört dir? Ne? Wenn du gleiche ähnliche Video hast, was du jetzt von mir gerne machen würdest, ja, vielleicht hast du schon eins davon. So finde ich mich auch sehr interessant. Vielleicht werde ich diesen Job aufhören. Ja, das wäre schön, aber wenn du das machst, aber dazu brauchst du, glaube ich, nicht die YouTube-Videos. Ich meine, ich habe dir ja schon alles dazu gesagt. Ich möchte einfach wissen, wo diese YouTube-Videos. Ja, sage ich aber nicht. Das kannst du selbst vielleicht rausfinden, aber sagen werde ich dir das nicht. Wieso? Was soll ich hier schreiben? Betrug am Telefon oder was? Was soll ich hier eingeben? Ja, sowas zum Beispiel. Da wirst du bestimmt schon irgendwas finden, ja. Tja, und das ist der Grund, warum ich den auch für gar nicht so doof halte. Denn er kann ja selbst kombinieren, Betrüger am Telefon. Ohne, dass ich ihm das so in den Mund gelegt habe. Tja, aber es ist in der Tat so. Also ich habe ja die YouTube-Statistiken. Und da ist unter anderem auch Albanien, Russland, Türkei, Ukraine ja, und solche ähnlichen Länder alle mit dabei. Es gibt auch Vereinigtes Königreich, tja, United States, Thailand haben wir mit dabei. Aber die sind dann schon wieder weniger. Auch Österreich und die Schweiz ist neben Deutschland auch mit dabei, ganz klar. Ja, aber schon komisch, dass ausgerechnet auch die Länder mit dabei sind, die wir hier in Vermutung und in Verdacht haben. Natürlich kann der ein oder andere da zu Gast oder im Urlaub sein oder ausgewandert. Die wenigsten Leute werden aber in die Ukraine von Deutschland dorthin ziehen oder nach Albanien. Denn der Lebensstandard dort ist definitiv nicht der gleiche wie in Deutschland. Wenn, dann wandern Deutsche eher so Richtung England, vielleicht noch Spanien oder, tja, eher so in die USA oder so aus. Man will ja sein Leben nicht verschlechtern, sondern eher verbessern, wenn einem irgendwas nicht passt. Naja, aber tja, demzufolge glaube ich einfach, dass die angezeigten Länder auch die Betrüger sind, die hier auf dem Kanal ab und zu mal reinhören. Betrüger am Telefon. So, was kriege ich hier auf dem Ergebnis? Unbekannte Anruf. Darum sollten Sie niemals. Okay, das Betrüger Kevin verschreibt am Telefon. Gibt's mögliche hier? Ah, zum Beispiel, ich klicke eins hier. Guck mal, die nette Dame mit Telefon. Ja, aber ich möchte gerne YouTube-Videos sehen. Ja, dann musst du dir das alles durchhören. Irgendwann wirst du schon auf den passenden Kanal treffen. So, nee, wie gibst du mir einfach? Wie soll ich das gucken? Nee, das, so machen wir das nicht, so läuft das nicht. Ja, warum willst du das? Eine Video sagst du mir, was hast du hier gestellt? Meine Stimme zum Beispiel. Ja. Ja, was soll ich eingeben? Ja, gib irgendwas ein. Also, du wirst schon irgendwann die passenden Videos finden, wenn du lange genug suchst. Aber ich werde dir dabei bestimmt nicht helfen. Warum? Hast du Angst? Nö, das hat nichts mit Angst zu tun. Das ist reiner Selbstschutz. Ja, Abzocker. Hier steht Abzocker. Ja. Pam, pam. Fängt schon an. Bist du schon mal abgezockt worden? Nee, und du? Nee, noch nicht. Na, dann wird's mal Zeit. Du
du bist vom Leben abgezockt. Was, wie würdest denn du das finden, wenn dich jemand betrügt und dir Geld klaut? Aber nee, es gibt keine Möglichkeit, weil ich habe auf der Welt gelernt, man muss eine Lobe sein. Das ja, aber es gibt für jeden Menschen den passenden Betrüger, der es schafft, jemanden abzuziehen. Ich meine, mit der Methode arbeitet ihr ja. Es gibt so ein Sprichwort dafür. Menschen, die gefickt werden sollen, die müssen gefickt werden. Verstehst du? Idioten müssen gefickt werden. Brauchen nicht auf der Welt zu sein. Du bist ja schlau geboren, verdienst du deine schöne Platte auf der Welt. Wenn du Idiot geboren bist, bist du jedes Mal gefickt, wie du zum Beispiel. Das sehe ich anders, aber kann ja deine Meinung bleiben. Ja, alles klar. So, na, viel Spaß. Bestimmt hast du 28 meine Minute, meine Stimme. Ja, jetzt können wir auch die 30 Minuten noch voll machen. Jetzt ist ja bis noch eine Minute über. Nein, eine Minute. Dann am Ende, zum Schluss kommst du helfen. Am Ende, immer. Ja, möchtest du noch jemanden grüßen? Wer soll ich grüßen? Ja, weiß ich nicht. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Nein, ich soll keine grüßen. Ja. Du kannst gerne mich am Arsch lecken mit deinen Videos, mit deinen Gesprächen und viel Spaß damit, ja? Ja gut, aber vergiss nicht, den Daumen nach oben zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Und das Glöckchen. So. Das Glöckchen ist wichtig. Ja. Glaubst du mir, wenn jemand sowas sucht, ist schon mal bei mir falsch, ja? Schade. Das brauche ich nicht. Ich suche die Menschen, die solche dumme Fragen nicht stellen, was du mir gestellt hast. Dann habe ich meine Ziele erreicht. Okay. Du das verstehst mich, gell? Tschüss. Alles klar. Tüdelü. Tja. Ich glaube, dazu kann man gar nicht mehr so viel sagen. Er hat da zwischendurch, hat er ja gestanden, was er da so für einen Job macht. Dann hat er das Ganze wieder abgestritten und gemeint, das wäre kein Betrug. Naja, und jetzt ganz zum Schluss hat er ja wieder gesagt, was er da macht. Ich meine, er hat es ja auch mit seinem Verhalten gezeigt. Beleidigen, absolut unseriöses und komisches Verhalten. Die Rufnummer ist nicht rückrufbar. Es gibt keine Lizenznummer, wo die angemeldet sind. Die kennen sich mit ihrer eigenen Webseite nicht aus. Und auf Fragen können sie nicht eingehen. Und obendrein erzählt er mir hier noch, er sucht genauso dumme Menschen, die halt eben nicht fragen. Und er hat dann schon durch die Fragen gemerkt, dass das nichts bringt. Ja, tja, also mal einen Betrüger, der ehrlich ist und einem auch gesteht, dass er eben dumme Menschen sucht. Und genau das ist das, was ich versuche zu sagen. Es gibt halt nun mal Menschen, die sind nicht immer auf dem gleichen Wissensstand wie alle anderen. Es gibt Menschen, die sind halt einfach ein bisschen schwieriger und haben vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen oder Wissensstand wie alle anderen. Ja, und die werden dann eben abgezockt, weil sie naiv sind und denken, hier kann man was rausholen. Und genau die Menschen müssen wir schützen. Natürlich sind nicht alle doof. Naiv reicht schon aus. Und Naivität schützt halt eben definitiv nicht vor Betrug. Wenn man aber weiß, wie sowas abläuft und ihr alle in eurem Umfeld irgendwie informiert, dann sind die Chancen für die Betrüger ziemlich gering, dass sie damit noch weiterhin Erfolg haben werden. Es wird natürlich immer wieder neue Maschen geben und wir werden diesen Callcenter-Betrug niemals aufhalten können. Zumindest nicht über YouTube. Die Behörden sind natürlich immer dran. Auch wenn man das jetzt so nicht merkt und sieht, es ist aber so, dass die Behörden etwas tun. Und es regt sich auch was. Es sind natürlich auch Callcenter mittlerweile immer mal wieder hops genommen worden, wo dann eben die örtlichen Behörden solche Callcenter gestürmt haben. Und auch allesamt, also auch die Telefonisten, im Gefängnis landen. Beziehungsweise erstmal vor Gericht. Tja. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. War mal ein bisschen anders, denn das ganze Gespräch ging ja eigentlich nur um den Betrug. Ja, und zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann akzeptiere ich natürlich auch immer den Daumen nach unten. Dann weiß ich, dass ich irgendwas falsch mache, was anders machen soll. Ja, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, am besten mit Glocke. Dann verpasst ihr nichts Neues mehr. Und wenn ihr möchtet, hier findet ihr jetzt noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.